Hallo meine Freunde, das nächste Video. Ja, ihr habt es gelesen. Wir stellen heute vor die Alpha Cool Eisbär Aurora Solo Digital RGB. Mein Gott, langer Name. Ja, und zwar habe ich ja das Video mit der Wasserkühlung, mit der I.O.-Umbau gezeigt. Und da habe ich mir gedacht, dann wird doch mal eine Sache, vielleicht machen wir mal so ein Video mit so einer Solo Eisbär. Ja, die normale Eisbär, die habe ich ja schon zweimal, glaube ich, gehabt. Ja, ne? Wir gucken uns alles an, was dabei ist. Packen mal alles aus soweit. Ja, die normale Eisbär war ja eigentlich wirklich sehr gut. Das Schöne ist, da kann man sich natürlich dann radiatorenmäßig das kaufen, wo man Spaß dran hat. Ja, und das Ganze braucht dann keinen Ausgleichsbehälter und so weiter und so fort. Ja, das Ganze kann man mit Schlauch, das Ganze kann man aber auch, wenn man möchte, mit Hardtubes machen. Und das möchte ich in diesem Vorvideo einfach mal schon mal vorweg sagen, denn das Ganze wird hier montiert werden mit Hardtubes. Ja, das habe ich mir nämlich vorgenommen. Die gucken wir uns an. Ja, die sieht natürlich noch ein bisschen nass. Warum? Feucht, kann ich euch sagen. Ganz einfach, weil die ist nicht neu. Die habe ich gebraucht gekauft, denn neu ist sie zurzeit fast nicht zu bekommen. Ja, auch nicht bei Alpha Cool oder sonst irgendwo. Ja, das ist sehr schwer im Moment da dran zu kommen. Und darum habe ich gedacht, ja, habe ich bei eBay Kleinanzeigen geguckt. Was ich nicht schön finde, ist dieser Aufkleber hier. Den muss ich auch direkt abmachen, weil ich das absolut hässlich finde. Wie kann man hier einen Aufkleber drauf machen? Also das sind... Das geht gar nicht, ne? Ich meine, da kann der Verkäufer jetzt nichts dafür. Ne? Aber wie kann ich dann von außen hier... Und dann auch noch einer, der so feste hält, wo der Kleber fast nicht abgeht. Also das ist... Nein, ein Ding, was nicht geht. Ja, wir haben jetzt hier keine Kupferplatte mehr, ja, sondern eine vernickelte. Ja, die ist also vernickelt. Denn die normale Eisbär, die hatte eine Kupferplatte, die war ja also nicht vernickelt. Wer die zu Hause hat, der weiß das aber auch. Ja, also hier haben wir eine Vernickelung. Das sieht also auch sehr schön aus. Machen wir auch mal trocken hier. Muss ja irgendwo auch Wasser rausgekommen sein. Müssen wir gleich mal gucken, wahrscheinlich durch die Stopfen, da war noch Restfeuchtigkeit drin. Ja, so sieht das Ganze natürlich anders aus. Ja, sieht auch noch aus wie neu. Hat er auch geschrieben, dass die neuwertig ist. Ja, wir haben hier einmal ein Kabel für die RGB-Beleuchtung und einmal ein Kabel für die Pumpe. Ja, das heißt, hier sitzen so Stöpfchen drin, die waren wahrscheinlich jetzt nicht richtig dicht, da war wahrscheinlich noch irgendwie Restflüssigkeit drin. Ja, und dann ist da ein bisschen rausgelaufen. Das Ganze ist nämlich schön RGB beleuchtet. Ja, und jetzt habe ich einfach mal das Bedürfnis, ich muss den Aufkleber abmachen. Ja, und da kann ich euch auch mal zeigen, was ich da immer so nehme. Da ist also hier so Aufkleber und Klebereste-Entferner, den kriegst du im Baumarkt. Ist eigentlich eine sehr gute Sache, muss ich dazu sagen. Ja, der riecht zwar nicht gut, aber er ist gut. Ja, und der hält auch, was er verspricht. Also er löst den Kleber, hält aber die Sache. Das heißt, so wie sie ist und nicht, dass ich da gleich irgendwelche, dass hier der Lack abgeht oder so. Da gibt ja so Etikettenentferner. Den machst du drauf und nachher hast du den Lack auch ab. Oder hast dann da irgendwie eine Stelle, die irgendwie angegriffen ist. Ja. Der ist also wirklich so fein. Ja, ihr seht, ja, jetzt habe ich das alles schon ab hier. Ja, da sind also keine Reste mehr drauf. Ja, und da ist auch nicht irgendwie, dass da jetzt der Lack angegriffen ist oder so. Das ist immer ganz wichtig, wenn man so einen Etikettenlöser hat, ja, oder Kleberestentferner. So, gucken, ob hier noch irgendwo was drauf war. Nee. So,
Ich glaube, jetzt haben wir alles. Ja, sie macht einen sehr schönen Eindruck. Wie gesagt, die Platte, ihr seht, ja, also da ist noch nichts zerkratzt oder sonst irgendwas. Sieht aus wie neu. Ja, ja, hat ja auch geschrieben, Neuwert ist auch eine Rechnung dabei. Ich weiß gar nicht, habe gar nicht geguckt, von wann die Rechnung war. Mal gucken. Die Rechnung war vom 26.11.20. Ja, das ist ja noch gar nichts. Das ist ja mal gerade 4 Wochen oder 3 Wochen, ne? Gar nicht, ob die schon verbaut war. Also, sehr schöne Sache. Dann, darum, ich habe echt Glück gehabt. Ja, also ich habe echt geguckt, wo kriegst du sie? Und bei eBay geguckt und nirgendwo war sie im Moment zu kriegen. Ja? Und da war ich froh, wie er sie drin hatte. Ja? Und ja, habe jetzt ein bisschen weniger bezahlt, ist klar. Ja, schön ist aber, Dichtungen sind beide drin. Ja? Und sieht auch von innen sauber aus. Ich werde die nochmal mit destilliertem Wasser spülen, ist auch ganz klar. Hier hat er einen kleinen Kabelbinder drum gemacht, den kann man schon mal abmachen, damit das Kabel sich wieder ein bisschen ausdehnen kann. Ist auch sehr schön lang, das Kabel. Ist klar, jetzt sagen viele natürlich, oh, so ein Kabel, was hier oben rauskommt, ist nicht gerade schön. Ja gut, kann man ein bisschen auf Seite legen, ja, also das ist eben der Nachteil bei der Eisbär, ja. Ich habe mal die Eisbär auch aufgemacht, habe hier an der Seite einen kleinen Schlitz gemacht und habe das Kabel hier aus der Seite gelegt, ja, war auch nicht verkehrt, dann hast du zwar hier das Löschelchen, das hatte ich dann ein bisschen zugemacht, aber war nicht so professionell, ja, darum, ich werde die so lassen, wie sie ist, werde das Kabel schön auf Seite legen, ja, und wir werden die so montieren, dass hier oben das Fenster ist. Dann sieht man auch, wie Luft drin ist oder ob keine Luft drin ist oder viel Luft drin ist. Ne, da kommt nämlich ein bisschen Wasser, das gerade rausgetropft hier. Ja, also da sind noch Reste drin. Also hatte sie ja wahrscheinlich doch kurz angeschlossen gehabt. So, ja. Also, Vorstellung ganz einfach. Das ist eine Pumpeneinheit für Leute, die sagen, okay, ich will meine I.O. selber zusammenbasteln, ja, ich will einen eigenen Schlauch dran machen, ja, ich will vielleicht, wie ich das jetzt auch vorhabe, Hardtubes zu nehmen, weil das ist alles kein Thema. Ja, im Hintergrund, da hinten seht ihr schon, da ist schon was fertig, da hat der Bastelkeller schon angefangen, ja, ich habe jetzt nur noch auf die Pumpe gewartet hier. Das Schöne ist, die hat eben jetzt eine RGB, das sieht man hier, diesen Bärenkopf, der ist dann hier teilweise schön beleuchtet, ja, und das eben mit einer schönen RGB-Sache. Zubehör, da ist alles dabei für Intel, für AMD und so weiter. Ja, wenn ihr die kaufen solltet, da ist also, hier ist zum Beispiel das AMB-Bracket dabei, auch für ARM4, ARM3 und so weiter, ja. Hier ist nochmal so eine kleine Karte dabei, da kann man auch gucken, wie das Ganze nochmal aufmontiert wird. Ja, ist aber auch eine Anleitung nochmal da drin. Wir haben Wärmeleitpaste dabei, eine schöne große Spritze hier. Ist nicht viel drin, aber für zweimal wird es schon reichen. Dann haben wir hier den passenden Adapter für ARGB. Ja, ist auch immer sehr schön. Hier haben wir 4 Distanzringe, oder es sind eigentlich nur 3. Das sind nochmal Ersatzdichtungen. Ja, für hier oben rein, nochmal als Ersatzdichtung, und hier haben wir dann nochmal das ganze Intel mit Backplate, auch nochmal Beschreibung dabei, also ist alles eigentlich dabei, für alle Sockel, schaut mal unter den technischen Daten der Pumpe bei AlphaCool oder auch bei AquaTuning, da könnt ihr gucken, da seht ihr, für welche Sockel die geeignet ist, ja, das Schöne ist, die Pumpe, die hier drin sitzt, ja, die kann man auch austauschen. Ja, das ist auch nicht viel Arbeit, da löst man hier unten die 4 Schrauben, ja, und da kann man diese Pumpe, die liegt nochmal in so einem Gummi, ja, das war bei der alten Eisbär genauso, das wird hier nicht anders sein, ja, dass man die hier austauschen kann, ja, da kommt immer noch Flüssigkeit raus, ja, und das ist eben wirklich eine schöne Sache, dass man die auch in der Not, falls mal was sein sollte nach den Jahren, wenn die Garantie ja abgelaufen ist, dass man das Ganze eben auch
austauschen kann. Ja. Meines Erachtens mit einer der besten Möglichkeiten, wenn man nicht viel Platz im Gehäuse hat. Ja. Denn wenn man jetzt viel Platz im Gehäuse hat, da kannst du dir auch eine Pumpe und ein Ausgleichsgefäß und so weiter. Ja. Das Schöne ist natürlich, hier wird das alles ein bisschen preiswerter, weil wenn ich mal rechne, ich glaube, diese Einheit kostet zurzeit so um die 60 Euro, etwas drüber vielleicht. Ja. Dann kommen 1-2 Anschlüsse. Ja, wenn du jetzt nur die CPU hast, nochmal 2 Anschlüsse für den Radiator. Wenn du jetzt einen Radiator hast, auch nochmal 2 Anschlüsse, sind nur 4 Anschlüsse. Ja, wenn ich jetzt einen Ausgleichsbehälter, einen CPU-Kühler und eine Pumpe habe, brauche ich schon 2 Anschlüsse mehr. Ja, und 2 Anschlüsse, je nachdem, was sie kosten, sind auch wieder 10 Euro. Ja, und wie gesagt, ja, ein bisschen günstiger wird es auf jeden Fall. Ja. Und wenn du jetzt eine I.O. fertig kaufst, da bist du bei 100 Euro, vielleicht ein bisschen drüber. Ja. Hier sind wir bei 60 Euro, dann kommt der Radiator mit 60 Euro, sind 120 Euro, 130 Euro. Gut, dann kannst du sie aber auch so gestalten, wie du das möchtest. Du kannst einen dicken Schlauch dran machen, du kannst 16-10er Schlauch nehmen, du kannst 13-10er, du kannst 8-11er Schlauch nehmen, du kannst roten Schlauch, blauen Schlauch, durchsichtigen Schlauch, ja. Wie gesagt, H-Tubes kannst du machen. Das ist eben das Schöne, das ist wieder was für die Bauer, die ein bisschen selber brasseln möchten, ja. Und darum sage ich immer, ansonsten von der Pumpeneinheit selber ist sie unheimlich leise normalerweise, ja. Die kann man nämlich auch ein bisschen einstellen, die Pumpe. Ja, das ist das Schöne, die kannst du auf dem Bord am Pumpenfan anschließen. Ja, und dann kannst du die ein klein bisschen runtervolten. Ja, die läuft aber auch nicht zu hoch, je nachdem. Ich glaube, die läuft auch so mit 2,8, 2,7, 2,6, glaube ich. Ja, da kann man aber auch, wenn man möchte, ein bisschen was noch runterregeln. Nicht zu viel runterregeln, das ist auch mal ganz wichtig. Dann steigen die Temperaturen, muss man so ein bisschen abwiegen. Vielleicht erstmal gucken, wie sind die Temperaturen, wenn sie auf 12 Volt läuft. Dann ein bisschen runterregeln, nochmal nachgucken und immer so ein bisschen die Temperatur kontrollieren. Ja? Und sollte die Temperatur wieder nach oben gehen, dann wisst ihr, aha, das war ein bisschen zu wenig. Dann müsst ihr wieder ein bisschen mehr Volt drauf geben. Ja, wie gesagt, es ist eine schöne, super kompakte Einheit. Ja, es ist das Schöne, man kann selbst entscheiden, was macht man für Anschlüsse drauf. Und wie gesagt, wenn ihr auf der Suche seid nach einer Wasserkühlung, ja, aber die irgendwo auch bezahlbar bleibt, aber auch irgendwo platzsparend ist, ist das wirklich vom Platz her die günstigste Lösung, meines Erachtens. Ja, weil, wenn ihr sagt, gut, ich habe jetzt unten am Netzteil auch nicht mehr so viel Platz, ja, für eine andere, für eine Pumpe, die jetzt man irgendwo unter dem Netzteilfach, hinterm Netzteilfach, unterm Netzteilfach verstecken könnte, ja, und da dann die Schläuche ablegt, ja, das ist aber dann wieder ein Problem, wenn du Hardtubes machen willst, geht das auch wieder nicht, ja, wie willst du da unten drunter deine Hardtubes verstecken oder anschließen? Also bitte, meines Erachtens hier beste Möglichkeit, ja, für sich selber so ein bisschen was Schickes zu bauen. Ihr werdet es ja sehen, ja, ihr könnt ja eure Kommentare da lassen, ja, wie gesagt, das ist die neuere Version oder die überholte Version jetzt, ja, und ja, den Keller verbauen, ja, also wie gesagt, das steht da hinten schon ein bisschen was vorbereitet, 360er Radiator kommt und wir werden das Ganze mit Hardtubes machen und dann gucken wir mal, wie das Ganze aussieht und wie das Ganze funktioniert und welche Leistung und wie laut und wie leise und so weiter und so fort. Darum, lasst ein Abo da, dann verpasst ihr das nicht. Ja, also wie gesagt, die nächsten Bastelkeller, ja, darauf aufpassen. Da geht es sich um die Wasserkühlung hier, um die Eisbär Solo. Ja, wunderschöne Sache, wunderschöne Pumpe. Wie gesagt, es ist optisch wirklich auch ein schöner Hingucker, finde ich auf jeden Fall. Ja, das ist ein bisschen abgeregt. Also da hat man schon ein bisschen was getan an der Einheit hier. Sieht alles ein bisschen, ja, hochwertiger aus jetzt mittlerweile. Ja, also wirklich nochmal schön überarbeitet das Ganze. Also ich finde es wirklich sehr schön. Ja.
Wir könnten eigentlich, nee, ich habe jetzt hier keine RGB, ARGB-Controller habe ich nämlich schon eingebaut da hinten. Ja, aber den kann man natürlich auch dann da dran bauen. Das ist auch wieder das Schöne. Ja, wir gucken mal. Hier kommt der Stecker rein. Hier haben wir den Adapter. Ja. Da haben wir hier den Stecker. So. Da könnte ich die eigentlich hier hinten an dem... Ja. Ja, ihr sollt noch gar nicht so viel sehen hier. Ja, ich könnte jetzt hier mit dran anschließen. So, jetzt haben wir es drauf. Gucken wir mal, wie die aussieht. Also, dann muss ich ja hier nochmal so Strom drauf geben. Ja. Da so was vorbereitet. Gucken wir mal. Ja, das sieht doch gut aus. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das seht. Ja, ich kann das mal so nach vorne halten. Ja, also, ihr seht das hier. Ja, also, das leuchtet ganz gut hier. Ja, auch durch den Anschlüssen. Ja, sehr schöne Sache. Also, ja, werde ich vielleicht auch über den Controller direkt mit anschließen. Mal gucken, ob es noch eine Verlängerung, aber müsste eigentlich von der Länge passen. Ja, müsste passen. Ne? Also eine wunderschöne RGB-Beleuchtung haben wir hier noch dann. Ne? Wie gesagt, schöne Pumpe. Ich finde sie wirklich sehr schön. Lasst euch überraschen. Ja, und wie gesagt, lasst ein Abo da. Ja, wenn ihr Fragen habt, ab in die Kommentare damit. Und was sagt der Kalle immer ganz zum Schluss? Genau, meine Freunde. Macht es gut und tschüss zusammen.